Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Und immer noch im DLC der Tote Kehl natürlich. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, die Hauptquest ist durch. Für die, die immer eingeschlafen sind, wenn sie die Folgen gehört haben. Wisst ihr. So. Aber bevor wir jetzt das letzte Zahnrad machen, gucke ich mal eben schnell ins Inventar, denn wir haben erstens ein Buch gefunden, außerdem haben wir einen Brief gefunden. Gucken. Karten. Das ist der... Ah ja. Kieferknochen. Okay, das ist auch interessant. Diese Kartenteile. Wo ist denn jetzt? Buch der Artefakte 1. Nein, das haben wir noch nicht. Dieses Buch katalogisiert die magischen Gegenstände der Feien. Hatten wir das schon? Ich habe es verkauft? Ich glaube noch nicht, oder? Kommt mir unbekannt vor. Einführung. Als Geschöpfe der Magie haben die Feien unzählige Artefakte geschaffen, die mit ihren Essenzen getränkt sind. Dieses Buch dient als Kompendium dieser magischen Gegenstände, sowohl für jene, die diese Schätze aufspüren wollen, als auch für jene, die lediglich unterhalten werden möchten. Das Buch ist in drei Teile unterteilt, die Gegenstände von geringer magischer Kraft beschreiben, mächtige magische Relikte und schließlich verfluchte Gegenstände. Wo nur wenig über einen Gegenstand bekannt ist, bemühen wir uns, den Leser auf andere Werke zum Thema zu verweisen. Dieses Buch dient als Grundlage für die Enzyklopädie Magica, in der wir die Gesamtheit aller magischen Gegenstände beschreiben, die allen Völkern Amalurs bekannt sind. Beim Lesen dieses Textes mag die Beobachtung gemacht werden, dass nur oberflächliche Unterschiede zwischen einigen der als schwach magisch und der als stark magisch kategorisierten Gegenstände bestehen. Dem Laien mögen diese Unterschiede tatsächlich gering erscheinen. Die Einordnung in schwach magisch oder stark magisch erfolgte jedoch auf Grundlage unserer Erfahrung mit dem tatsächlichen Einsatz des jeweiligen Gegenstands. Die Gegenstände unterscheiden sich durch einen spezifischen Aspekt der schwachen oder starken Magie. Wo die Wirkung eines Gegenstandes unbekannt ist, haben wir sein Wesen nach bestem Wissen und Gewissen eingeschätzt. In allen Fällen ist die Magie der Feien eine unberechenbare Macht. Wir raten jedem, der nach dieser Magie strebt, dies mit äußerster Vorsicht zu tun. Abschließend ist es unsere eindringliche Empfehlung, die verfluchten Artefakte um jeden Preis zu meiden. Für gewöhnlich tritt ein Fluch, mit dem ein Gegenstand belegt wurde, unverzüglich nach Erhalt des Gegenstands in Kraft. Die meisten Flüche bedrohen das Leben jedes Opfers, das nicht zum Volk der Feien gehört. Alle lassen sich nur auf komplizierte Art aufheben. Einige der sagenumwobenen Gegenstände in den beiden anderen Kategorien können in Wahrheit verflucht sein. Womöglich haben wir den Vorgang zur Entfluchung des Gegenstandes oder zur Aufhebung des Fluchs von einem Opfer angeführt. Jetzt hätte ich aber auch gerne mal sowas, ne? Also so Inhalt. Ne? Ja. Okay, was war hier? Brief an den Erzweisen der Schulia Arcana. Dieser verstaubte Brief ist mit Wachs versiegelt und trägt ein geheimnisvolles Siegel. Ja, Siegel. Mit Wachs. Ne? Euer Gnaden. Mir war erzählt worden, die Dwerger seien ein stumpfes, kunstloses Volk, unfähig, sich wahre Schönheit vorzustellen, ganz zu schweigen davon, sie zu erschaffen. Man muss jedoch nur einen Blick auf das wundersame Werk werfen, das sie inmitten der ungastlichen Wildnis dieser Insel geschaffen haben, um all diese Annahmen und Vorurteile in Frage zu stellen. Die Feste, die sie den Wäldern abgerungen haben, ist ein atemberaubender Anblick. Mit ihrer ebenso unglaublichen wie unzweckmäßigen Größe ist sie schon vom Meer aus zu sehen, wenn man sich der Insel an einem ausreichend klaren Tag nähert. Sie überragt die Baumlinie und erschafft die überzeugende Illusion, sie würde direkt aus dem sie umgebenden Wald erwachsen. Es ist, als hätte die Insel selbst sie erschaffen. Es mag sein, dass sich mir die Erhabenheit des dwerganischen Stils bislang entzogen hatte. Vielleicht hatte ihre einzigartige Vorliebe für dunkle Hölzer und Meeresmotive, aber bislang auch einfach noch nie einen derart passenden Rahmen. Wie dem auch sei, ich hoffe, meinen Worten gelingt es, euch eine Vorstellung des Anblicks, der sich mir bot, zu vermitteln. Am beeindruckendsten und, wie mir seine Lordschaft sagte, auch der Grund für meine Einladung, ist jedoch die Bibliothek der Feste.
Voller Begeisterung zeigte er mir die luftig hohen Decken dieses höhlenartigen Raumes und die raffinierten Lamellenfenster, die das Lesezimmer mit Licht überfluten, ohne einen Scholar dabei jemals dem direkten, blendenden Strahlen der Sonne auszusetzen. Mehr als alles andere faszinierte mich jedoch die Sammlung, mit der er begonnen hatte. Schon jetzt kann ich zweifelsfrei behaupten, dass sie die umfassendste Zusammenstellung alter Errati-Texte und epischer Gedichte darstellt, die ich kenne. Darüber hinaus zieht diese Insel auf eigentümliche Weise Schiffswracks an, die die unterschiedlichsten Schriften aus den verschiedensten Königreichen mit sich führen. Ich kann nicht behaupten, unter diesen je auch nur ein vertrautes Werk gefunden zu haben. Gemäß seinem Versprechen scheint seine Lordschaft tatsächlich fest entschlossen, diese Bücher zu bewahren und wiederherzustellen und sie außerdem jedem zugänglich zu machen, der seinem neu geschaffenen Reich einen Besuch abstattet. Insofern lege ich es dem Erzweisen dringend nahe, ihn bei der ersten sich bietenden Gelegenheit zu besuchen. Okay. Ich wüsste jetzt gerne, wer das geschrieben hat, ob das dieser Blumenschonar war, der auf die Wissensteine hier. Okay, das war alles. Das geht jetzt auf. Ja, gut, das hatte ich mir fast gedacht. Jetzt können wir raus. Rein theoretisch könnte man jetzt raussegeln. Okay. Nein, ich wollte nicht auf Start. Kommen wir da hinaus? Ich glaube nicht, ne? Ne, müssen wir durchlaufen. Das heißt, wir müssen uns einmal komplett wieder durch alles durchkämpfen, wenn wir Pech haben. Wobei ich die Hoffnung habe... Ah, es kommen neue Gegner. Alles klar. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich habe die Hoffnung, dass die Gegner einfach tot bleiben. Aber möglicherweise hat das wieder neue Gegner getriggert. Dass wir die Zahnräder da zerstört haben. Ach, das war der Meerehammer, den ich wollte. Nein, das Ha, ich wusste doch, noch eine Cutscene bekommen. Lecker. Blach. Blutbrunnen. Meine Güte. Das ist freundlich, unvermittelt. Von dem hat niemand was gesagt. Also, es hat keiner gesagt, dass der hier unterwegs ist, sag ich mal. Zu behaupten wagen. Ist ja jetzt nicht so, wie wir den darstellen. Wir könnten ihn mit Schicksals. Ja, komm, wir machen mal. Hat das aber keine Gelegenheit mehr. Man auf eine imaginäre Waffe aufzuspießen oder irgendwas. Ich muss gestehen, mein Vorschlag, das Schiff zu stehlen, war nie wirklich ernst gemeint. Ich hätte niemals gedacht, dass es möglich ist. Mein eigenes Schicksal hat mich auf Galgens End festgehalten. Ich habe nie gewagt, von einer Flucht zu träumen. Doch ihr habt etwas an euch. Etwas, das ich noch nie zuvor gesehen habe. Ihr habt euer Versprechen gehalten. Nun bin ich an der Reihe. Was möchtet ihr wissen? Okay, was will der tote Kerl? Er wollte den Tod annehmen. Er war bereit. Er hatte seinen Frieden gemacht. Aber Akara, in seiner unglaublichen Ahnungslosigkeit, rettete den toten Kerl vor der ewigen Dunkelheit. Ich weiß nicht, was der Pirat will. Aber ich kann seinen Zorn verstehen. Okay. Wo ist der tote Kill? Der Gefallene ist kein Bewohner der Oberfläche. Er ist einst gestorben und zieht es seitdem vor, unter der Erde zu bleiben.
Er verbirgt sich in Akarathor. Trotz ihrer Vergangenheit sind der tote Kell und Akara noch immer miteinander verbunden. Wo ihr den einen findet, findet ihr auch den anderen. Aha, werdet ihr die Insel verlassen? Hättet ihr diese Frage vor nicht einmal einem Tag gestellt, hätte ich mit Ja geantwortet. Ohne auch nur den Hauch eines Zweifels. Aber die Dinge haben sich geändert. Nennt es Schicksal, nennt es Bestimmung, nennt es den Willen des verfluchten Akara. Uns steht ein Ereignis bevor und ich will dabei sein. Also werde ich bleiben. Vorerst. Okay, ich stehe zu meinem Wort. Ja, und das ist selten auf dieser Insel voller Plünderer und Fanatiker. Ich vertraue euch. Obwohl mich viele harte Jahre etwas anderes gelehrt haben. Ich schenke euch mein Vertrauen. Denn trotz meines Wunsches, diesen Ort zu verlassen, hege ich doch keinerlei Verlangen, den gestrandeten Seelen, die bleiben wollen, zu schaden. Es gibt in Trostkap einen Verräter. Einen, der nicht das ist, was er zu sein scheint. Einen, der plant, die Darbringung zu stören. Wer ist der Verräter? Wenn ich euch seine Identität enthüllen könnte, würde ich es tun. Aber ich kann nur sehen, wie die Fäden verlaufen. Nicht wohin oder zu wem. Diese Person ist mächtig, magisch begabt und besitzt großen Einfluss auf das Schicksal. Genau wie ihr. Nutzt eure Gabe. Öffnet eure Augen für die Zeichen. Wenn ihr bereit seid, die Dinge auf eine neue Weise zu sehen, werdet ihr denjenigen, den ihr sucht, auch finden. Okay, warum die Darbringung stören? Akara. Unser Inselgott mag ein Teufel und Manipulator sein, aber das macht ihn nicht weniger mächtig. Und genau das ist es, worum es hier geht. Der tote Kell wurde von Akara selbst geschaffen. Doch im Moment seiner Entstehung offenbarte sich das wahre Böse in ihm. Und der gewaltige Akara wandte sich von Kell ab. Seit damals schmiedet der gefürchtete Pirat Pläne, um den Segen zu erhalten, der ihm verwehrt wurde. Bislang ohne Erfolg. Okay, ich mache dieser Intrige ein Ende. Ja, das werdet ihr. Ich habe es nicht in den Karten gesehen. Aber ihr fangt an, mich an das Unmögliche glauben zu lassen. Geht zur neuen Nachfahrin, Aldas Frau Bridget, und beschützt sie vor dieser Gefahr. Nehmt diese Tränke, sie werden euch helfen, den Verräter aufzuspüren. Aber seid vorsichtig. Nicht jeder ist wie der tote Kell. Nicht jeder kann den Tod besiegen. Okay, wie kommen wir zurück? Die Requiem ist unser. Nun müssen wir sie nach Trostkap segeln und auch anderen die Möglichkeit geben, sich uns anzuschließen. Eilt nach Trostkap! Mhm. Die Quest aktualisiert sich gerade. So, ja. Ich wollte mal eben gucken, was wir da aufgesammelt haben. Das war ja irgendeine Waffe. Aber wahrscheinlich irgendwas. Ja, das war der Hammer. Ist natürlich cool vom Schaden her, aber nichts für uns. Kommt mal gleich in den So, Requiem stehen. Ja, das heißt, wir gehen jetzt einfach das Schiff klauen. Ja, okay. Ja, das kann ich. Das. Ich finde es interessant, dass er, obwohl er ein Schicksalsweber ist, noch nicht erkannt hat, dass wir schicksalslos sind. Das hätte ich jetzt interessant gefunden, muss ich sagen. Okay, wir stehlen die Requiem. So. Okay, das. Ich habe jetzt gedacht, wir kriegen eine Cutscene. ja. Okay, das wird. Wundervoll! Ihr habt die Requiem gestohlen.
Was will der gefürchtete Pirat denn jetzt ohne sein Schiff noch machen? Nun können wir diese Insel verlassen. Falls ihr überhaupt von hier verschwinden wollt, natürlich. Und wenn ihr bleibt, bleibe ich auch. Können wir die Insel verlassen? Ihr wisst, was ich denke. Aber vergesst nicht, dass ich diesen Ort hasse. Ich wünschte, er würde für immer im Meer versinken. Natürlich brenne ich darauf, loszusegeln. Aber ich werde euch nicht verlassen. Wann immer ihr nach Rathir zurückkehren wollt, werde ich euch hinbringen. Doch bis dahin bleibe ich hier. Okay, danke für eure Loyalität. Ihr müsst mir nicht danken. Ihr und ich, wir halten zusammen. Wir haben diese Reise als Wegbegleiter begonnen, doch die Feuer der Widrigkeiten haben uns zu mehr werden lassen. Zu Freunden. Und ich lasse meine Freunde nicht im Stich. Diese Sache damals mit Garant zählt nicht. Er ist gestorben. Und nun geht. Spürt den Verräter auf. Wenn der tote Kerl die Zeremonie des Dorfes verhindern will, wird er es bald tun. Okay, ja. Hallo. Hallo. Ich frage mich schön ja jetzt gerade... zu sehen. Ja, Ich frage mich gerade, wer der Verräter ist. Ob das jemand ist, den wir kennen. Jemand Mächtiges, jemand Magisches. Das kann ja eigentlich nicht. Also Alda kann das nicht sein, oder? Ich weiß es nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir der Person halt schon begegnet sind oder nicht. Das ist, gerade. Ich werde mal eben das schnell machen. Entfernen. Kann ich irgendwas? Ich kann nichts einfassen oder entfernen. Alles klar. Kann also von den Gemmen, die ich habe, wieder mal nichts tun. Wieso? Da. Oh, das ist doch einer der Beobachter. Ihr kommt zu spät. Wir alle kamen zu spät. Die neue Nachfahrin, Bridget, sie ist verrückt geworden. Okay, was ist passiert? Mir ist aufgefallen, dass sie sich seltsam verhielt. Sie wollte nicht essen und sprach mit sich selbst. Die meisten Nachfahrinnen erleben Momente der Unklarheit. Aber dies war anders. Als ich sie danach fragte, wurde sie feindselig. Ich habe so etwas noch nie zuvor gesehen. Es war eine neue Art der Magie. Blitze aus purpurnem Licht. Und dann war sie fort. Einfach fort. Ihr werdet Bridget niemals finden. Außer ihr seid fähig, das Unsichtbare zu sehen. Wo ist sie? Ich weiß es nicht. Sie hat sich von dieser Welt befreit. Aber ich glaube, dass wir alle miteinander verbunden sind. Eingewoben in das große Muster des Schicksals. In diesem Gewebe ist eine Antwort zu finden. Ich weiß es einfach. Lebt wohl. Okay. Ist sie... Hat irgendwas dafür gesorgt, dass sie wahnsinnig wurde? Ist sie... Ah? Ist doch... Okay. Damit kann ich... Das ist ja cool, damit kann ich... Haben wir hier schon... Ah, Kartenteil der Kieferknochen, das ist aber nett. Wir können jetzt mit unserem Schicksal Türen öffnen. Oh, nicht schlecht. Moment, was ist das? Eine Bannentruhe. Nee, lass mal. Okay. In diesen Haufen sind halt ganz oft Handwerksmaterialien, habe ich festgestellt. Das ist auch nicht schlecht. Meerjungfrau-Schuppe, das ist doch 100 pro wieder was. Gucken wir aber mal, aber ja, macht. Ist aber schick. Können wir nur nicht tragen, weil wir haben nicht genug.
Die winzigen, liebevoll bearbeiteten Schuppen, aus denen diese Rüstung besteht, stammen aus den Häuten von Muruggern und Banshaien. Nein, nett. Nett. Gut, wäre schön, wenn wir es könnten, aber da wir da nichts mit anfangen können. Gebietsbuch der Nachfolgerin, das ist doch wieder... Da gucken wir mal rein. Vielleicht ist das irgendwas, was einen Hinweis gibt. Was mir... nee, das sind Kartenteile, die Bücher sind alle da unten. Ein illuminiertes Manuskript, dessen Einband mit Juwelen besetzt ist. Ah, okay. Okay. Okay, Übergabe meines Herzens. Die Zyklen verändern sich. Die Sonne ist untergegangen. Es ist an der Zeit, meinen Namen, mein Herz zu übergeben. Akara wird mich begleiten und seine Weisheit an jene weitergeben, die vor mir kamen, und an jene, die mir nachfolgen. Akara, Vater, segne mich mit deinem Anblick. Akara, Vater, führe mich auf deinem Pfad. Akara, suche mich auf, damit ich deine zahllosen Segnungen erfahre. Lass mich in offene Arme reisen, ohne Furcht, und lass mich wissen, dass ich ein Leben der Sinnhaftigkeit für ein Leben des Dienstes hinter mir ließ. Lass mich die alten Sprachen sprechen, damit ich die Mysterien ergründe, die jenseits des Schleiers der Zeit warten. Jenen, die zurückbleiben, sage ich, dass ich euch preisen werde, denn ich kehre zurück mit den Gaben des Vaters, mit der Weisheit Akaras, und alle werden wieder vollständig sein. Die Zyklen verändern sich, die Sonne ist untergegangen. Ich werde weinen, doch ebenso lachen. Ich werde für alle Zeiten eine der meinen sein, selbst wenn ich die Worte des Himmels spreche und den Willen eines Gottes umsetze. Nimm meine Hand und führe mich zurück in dein Herz, Akara, denn dies ist der Weg der Nachfolgerin. Dies ist dein Wille. Die Nachfolgerin. Nee, falsch. Hier geht's lang. Hier ist wieder ein Schicksal. Ja, das ist ganz gut, dass wir Schicksalstränke haben, wobei ich jetzt sagen muss, hier kann man das ja auch durchaus wieder aufladen. Aber es geht natürlich ein bisschen schneller, wenn wir einen Trank haben. Ich weiß nicht, wie viel Schicksal das verbrät. Also das scheint ja kein Schicksal zu verbraten. Und wir könnten das wahrscheinlich die Türen auch dann öffnen. Nehmen wir erst mit. Die Türen auch dann öffnen, wenn wir gerade keine Schicksalspunkte da hätten. Wahrscheinlich ist das ganz gut, dass die Leute hier nicht wissen, wer wir sind. Kann ich mir sowas vorstellen. Okay. Spooky. Blöden Skat, die sind echt eklig. Weil der Giftschaden, den die machen, der ist schon nicht ohne. Auch wenn wir ja eine gewisse Immunität gegen Gift mittlerweile haben, aber ich finde es trotzdem ganz gut, dass wir da nicht zu viel gegen die kämpfen. Bin gespannt, was da auf uns wartet, was mit ihr ist. Erstmal guck ich in die Kiste. Könnte ja sein, dass da irgendwas drin ist, was wir brauchen, weil wir wissen ja nicht, was jetzt gleich passiert. Da ist noch eine Kiste. Ich rede trotzdem mit ihr. Wonach sucht ihr Kind? Bridget ist fort. Ja. Anfangs hatte sie sich mir noch widersetzt, doch als ihr bewusst wurde, wie schmerzhaft das sein kann, hat sie aufgegeben. Kell hatte recht, diese Dorfbewohner, wie jung und töricht sie doch sind. Und ihr, ich sehe, wie ihr euch durch die Welt bewegt, wie ihr die Fäden des Schicksals zerreißt, während ich sie nur webe. Was seid ihr?
Okay, was hat der tote Kerl gesagt? Wir ignorieren einfach mal ihre Frage. Seine Frage, Akaras Frage. Er sagte, ihr würdet mich letztlich finden. Und da seid ihr. Es erfordert einiges, um sich die Aufmerksamkeit des toten Kerl zu verdienen, Kind. Ihr müsst wahrlich etwas Besonderes sein. Okay, wo ist Bridget Malloy? Sie steht vor euch. Ich bin Bridget und sie ist ich. Sie ist akzeptabel, soweit man das von einer Hülle sagen kann. Aber ich habe sie nur ausgewählt, weil sie die Nachfahrin werden soll. Weil sie die Macht erhalten soll. Okay, ist es doch nicht hier, Akara? Ich habe sie nicht getäuscht. Tatsächlich nicht. Selbst der eigene Gatte dieser Frau konnte keinen Unterschied feststellen. Wir haben uns seit Jahren auf diesen Tag vorbereitet. Okay. Nicht. Akaras Segen wird mein sein. Und dann wird er auf den toten Kerl übergehen. Wenn ihr auch nur einen Funken Verstand besäßet, hättet ihr diese Insel mit der Requiem verlassen. Nun wird sie eure Totenbarke sein. Akara möge über euch... Ah, das ist die flüsternde Hexe jetzt. Es hat einen Moment gedauert. Ich habe überlegt gehabt, was die Helfer des Krokodils so tun alles. Stimmt, die flüsternde Hexe war... Das war zu einfach. Okay, sie ist nur Feuer, oder? Hätte ich jetzt gedacht. Ich gehe da oben, kann man nicht hin. Aber das ist nicht schlimm. Die mit ihren dämlichen Scarf. Scarf machen. Hab ich schon mal gesagt, ne? Scarf. Aber auch die flüsternde Hexe ist jetzt nicht wahnsinnig schwer. Also, wir haben kaum Gesundheit verloren. Ich habe keinen Trank eingeworfen. Ja. Jetzt sind wir schon wieder geheilt. Weil. Wann ist die Chakra? Wir haben noch nicht mal Schicksalspunkte benutzt. Der Wellenmacher, das war ihr Stab, nehme ich an. Brief an Bridget. Ja. Schickes Siegel. Alter Lagertext. Okay, wir gucken jetzt erstmal den Brief an. Was das für ein Brief war. Also, das ist das Nachfahren-Amulett. Aha. So, also, die flüsternde Hexe hat sich in den Körper von von Bridget versetzt. Hat den Körper übernommen. Ah, das ist ein Brief von der amtierenden Nachfahrin. Bridget, ich weiß, wie du dich fühlst, denn ich war einst in derselben Situation. Die Nachfahrin zu werden, ist die größte Verantwortung, die es auf dieser Welt gibt. Du musst darauf vorbereitet sein, deinen eigenen Schwächen ins Auge zu blicken und sie zu überwinden. Akaras Gefäß darf nicht beschädigt sein. Doch verzweifle nicht, Bridget. Du und ich, wir kennen uns seit Jahren und ich wüsste niemanden, der einer solchen Ehre würdiger wäre. Akara wird die Kraft, die du bereits besitzt, nehmen und sie hundertfach verstärken. Er wartet auf dich, so wie er vor all den Jahren auch auf mich gewartet hat. Es ist richtig, dass du Angst hast, denn dich erwartet die Macht eines Gottes. Aber du solltest dich auch freuen. Die Nachfahrin bewirkt große Dinge. Was auch immer geschieht, du darfst dich nicht verändern. Für die Pflichten der Nachfahrin ist es unabdingbar, dass du dir deine Neugierde, deine Bereitschaft zu fühlen und deine Liebe für den gewöhnlichen Mann und die gewöhnliche Frau erhältst. Nun, da ich Abschied nehme, wirst du sie anführen. Ich weiß, dass ich sie in fähige Hände übergebe. Die deine Pima. Ich finde es noch etwas irritierend, immer die Sache mit Pima, die angeblich die Mutter dieses... Ach, hier ist ja auch noch ein Wissensschein. Der vierte Zyklus,
Die Dwerge. Die Fergorta haben meine Anwesenheit entdeckt. Sie jagen mich bis tief in die Nacht hinein und stecken ihre von Fackeln beleuchteten Schädel in jede Ecke und Wehr. Ich darf hier nicht verweilen. Zumindest nicht lang. Augenscheinlich waren die Dwerger das letzte zivilisierte Volk, das Galgens End bewohnte. Sofern man die Zwerge überhaupt als zivilisiert bezeichnen kann. Die gesamte Insel ist von den Überresten ihrer Herrschaft gezeichnet, deren Höhepunkt die gewaltige Greyfall-Feste im Süden darstellt. Allerdings kann ich in der Anthologie des Frostbruchs keine Hinweise auf einen derartigen Ort finden. Ihre Besetzung der Insel war bestenfalls vorübergehend. Sie waren nur eine weitere Gruppe, die kam und wieder verschwand. Was war das? Ein Geräusch? Schritte? Meine Nerven liegen blank, liebste Nette. Ich denke nur noch an Adessa, an dein Gesicht und die Freuden unseres Zuhauses. Ich muss los. Sie kommen. Okay. Ja. Ich glaube, ich mache jetzt hier einfach mal einen Cut. Dann können wir, glaube ich, nicht rausporten. Oder können wir hier rausporten? Na. Nee. Ich bin gerade am Überlegen, wo sind wir denn? Wir könnten auch noch eben rausgehen. Das können wir auch noch eben machen. Gegner sollten ja jetzt eigentlich keine mehr kommen, hoffe ich. Wir aber erst in der nächsten Folge mit Alda. Außer er steht gleich vor der Tür und quatscht uns an. Das könnte natürlich passieren. Dass er wissen will, was mit seiner Frau passiert ist. Okay, dann machen wir das in der nächsten Folge. Okay, dann in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn wir diese etwas verwirrende Geschichte hier vielleicht mal irgendwie so ein bisschen zusammenführen und ein bisschen mehr verstehen. Dann macht's gut, tschüss, ciao und bis dann!